Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Edna bricht aus. Ich nehme gerade direkt auf und werde es auch heute genau hochladen. Ich bin einfach leider nicht dazu gekommen, weil ich hier den Urlaub hatte. Da hatte ich vorproduziert eigentlich gehabt. Und dann dachte ich mir, ah ja, chillig, wenn ich nach Hause komme, nehme ich eine Folge auf. Und dann gab es ja Probleme mit The Forest, mit 1,5 Stunden aufnehmen für nichts und wieder nichts. Und deswegen kann ich erst heute aufnehmen. Und deswegen ist diese Folge auch so frisch wie noch nie. Genau am selben Tag erscheint sie, wie ich sie aufnehme. Ich muss nur überlegen, was wir zuletzt gemacht haben. Wir hatten Ohrenschmalz geholt, haben aber nichts, was wir reinmachen können. Wir haben schon mit dem Zehennagel versucht, aber das hat nicht so funktioniert. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ach so, und ich wollte auch mal die Räume so ein bisschen abklappern, um einfach zu gucken. Ich wurde gebeten, den Kommentator ein bisschen häufiger zu Wort kommen zu lassen. Stimmt ja auch vollkommen. Wir spielen ja nicht umsonst mit dem Kommentator-Modus. Es liegt nur daran, dass die Bilder halt alles so toll sind, die Geschichte so toll ist, dass ich meistens abgelenkt bin und vergesse, dort oben mal anzuklicken. Aber das holen wir jetzt einfach mal nach. Wir gehen mal eh durch die Räume durch, um zu gucken, was zuletzt war und nochmal mit wem wir sprechen müssten. Und da können wir gleich mal alles absnacken. Was sagt er denn hierzu? Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp-Jupsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines der Lieblings-Items, die man mit sich rumschleppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins in eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann. Und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Ja, das ist fast ein bisschen schade, dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ednas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ja eher von kompletter Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streiten sie sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Da wird Edna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich das als wichtig erachtet, dass die ihre Mitinsassen sich auf diese Weise hier an der Pinnwand ausdrücken. Ich weiß gar nicht, ob wir das Gespräch da hatten mit dem Respekt. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir. Gehen wir mal weiter. Was war denn jetzt zuletzt noch der Alu-Mann? Mit dem hatten wir, glaube ich, schon komplett geredet gehabt, ne? Da bin ich wieder. Hallo, Edna. Hallo. Was führt dich diesmal zu mir? Das weiß ich noch nicht. Gibt's denn was Neues? Nö. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Trockelbecher lässt uns immer noch nicht rein. Wir gehen mal dadurch. Da ist noch Juppie. Was sagt denn der Kommentator? Was sagt denn der Poki zum Juppie? Juppie Jupsen wird übrigens von Klaas Paletta gesprochen, einem nicht ausgebildeten Sprecher, also ich glaube einem der wenigen wirklichen Laiendarsteller in Edna bricht aus. Er macht die Rolle hervorragend, wie ich finde. Jetzt macht er bei uns die PR und New Business. Ja, seine Stimme passt exzellent zu unserem Juppie. Ich habe übrigens von diesem Raum noch eine zweite Illustration, die nirgendwo aufgetaucht ist. Ich glaube, die liegt im Edna-Ordner, und zwar war ursprünglich mal geplant, dass es noch eine dritte Reise in die Vergangenheit in Edna bricht aus, wie bevor man zum Showdown kommt, in der sie als kleines Kind schon von ihrem Vater im Irrenhaus, in Dr. Marcells Irrenanstalt, vorgestellt wird, als schwer erziehbares Kind. Krass. Und Edna fühlt sich unwohl und wandert herum. Und da gibt es für diesen Screen noch eine zweite Version aus einer ganz anderen Perspektive, die sehr bedrohlich wirkt, wo halt die Irren als dunkle Gestalten vor dem Gitter lauern. Ganz hässlich geworden, der Screen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich es nachher weggelassen habe.
sehr hässlich geworden. Sehr hässlich. Hässlich im Sinne von hässlich oder im Sinne von schaurig? Gute Frage. Also es wäre dann schon krass geworden, die kleine süße Edna dann hier schon mal als Kind in eine Psychiatrie reingeschickt, oder besser gesagt Irrenanstalt, denn Psychiatrie ist ja wesentlich humaner als das hier. Weitaus humaner, eigentlich gar nicht miteinander zu vergleichen. Armes kleines Edna-Tier. Comic-Heft. Ja, in diesem Screen enttarne ich eine weitere meiner Inspirationsquellen für Edna möchte aus, wenn nicht die wichtigste Inspirationsquelle. Und zwar ist es ja nun mal einfach fast zu offensichtlich, dass Edna als schizophrene Persönlichkeit mit ihrem sprechenden Stoffhasen quasi als imaginären Freund einfach sehr starke Analogien zu Meister Eder hat, der ja auch mit seiner Schizophrenie halt irgendwie einigermaßen durchkommt und einfach irgendwie mit seinen unterdrückten Triebaspekten in Form von Pumuckl umgeht, als wäre es was Reales. Ich fand diese Konstellation schon immer sehr spannend, auch schon als Kind fand ich das schon bemerkenswert, wie damit gespielt wird, eben mit seiner Geisteskrankheit. Und ja, das hatte ich mir schon als Vorbild genommen für Edna bricht aus, ja. Ja, 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 okay. Was kann sie denn damit machen? Warte mal. Nur ansehen, aber nicht benutzen, oder wie? Wir probieren es mal. Oh. Okay, sie kann es anmachen. Damit reden. Komm sofort darunter, du hässlicher Kobold! Dein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Den Sessel ist vielleicht. Zerreiß den Sessel. Verlockend, aber ich habe zu tun. Okay. Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, na, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Da redet sein. Sie also nicht mehr mit dem Sessel, sondern mit ihm. Ich heiße Erdmann. Okay. Ich schau später nochmal vorbei. Da wenn die Welt dann noch existiert, was? Meinst du? Genau. Ja, plus minus 10 Minuten. Können wir was mit der Pflanze machen? Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Und von der Lampe. Können wir sie benutzen? Diese Pflanzen sind eigentlich ziemlich nutzlos. Ja, egal. Dann halt nicht. Den Stuhl können wir wahrscheinlich nicht benutzen. Sie setzt sich ja eh nicht gerne hin. Oh, meine Nase kitzelt. Moment. Na, ich kann nicht niesen. Kennt ihr das, wenn die Nase kitzelt, aber ihr könnt nicht niesen? Ich habe verlernt, wie man niest. Nein, es klappt einfach nicht. Oh Gott. Dann spiele ich einfach mit Kitzel in der Nase weiter. Puh, so. Mal ganz kurz überlegen. Pflanze. Genau, hier war der Wäschelift. Wäschelift. Ah, oh, und mein Traummann. Ich möchte noch mal kurz mit ihm reden. Guten Tag. Süß. Ich mag ihn. Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Ich habe sie wirklich nur gezeichnet. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit. Also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert. Und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der denn jetzt auch gleich? Baumann hieß er. Mit dem ich halt den Zettel gegeben habe, mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe. Also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und er variiert halt ein paar Schreckensrufe so. Ah, so. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A-I-U beim Schreiben eingefallen und habe dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei
und Ecki, Ecki, Ecki so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen. Das hatte ich schon längst wieder vergessen. Ich habe ihm halt einfach nur den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen. Und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Also wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Oh Mann. Sehr guter Mann. Sehr guter Mann. Ja, stimmt. Wir haben mit ihm, glaube ich, gar nicht viel interagiert. Was sagt denn Harvey zu ihm? Auf Trockelbecher ist er ja ein bisschen eifersüchtig. Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Ich mag ihn. Komm, wir stechen ihn ab. Die Stimme ist schon geil, muss ich sagen. Ich glaube, das mochte er. Aber man muss sich doch echt mal ganz im Ernst... Ich würde mir als Synchronisationsstimme oder Synchronisationssprecher sehr blöd vorkommen oder verarscht vorkommen, wenn ich der Einzige bin, der keine Texte labert und einfach nur vor sich hin quietscht. Hat er es jetzt gegessen? Nee, hat er nicht. Magst du telefonieren? Okay, magst du nicht. Bei ihm kommen wir nicht weiter, weil wir keinen Fahrschein haben. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter gucken. Und hier war ja nur ein Dunkelraum, oder was? Das konnten wir nicht mitnehmen. Wir konnten nicht alles mitnehmen, ne? Die Deko hat so nichts so gesagt. Können wir noch einen Lichtschalter benutzen? Vielleicht können wir dann noch etwas... Überraschung! Huch! Was zur Hölle? Was ist denn du für einer? Hallo, hallo, hallo. Die Socken sehen flauschig aus, aber zu groß irgendwie. Gott, ich glaube... Das ist so einer der wenigen Menschen, der unfassbar gut gelaunt ist einfach. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Nein, bitte nicht. Okay. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Ja. Das behalten wir. Oh, Edna ist fast genauso begeistert wie ich. Seht euch mal diesen Unterschied an. Auweia, ey. Was treibst du hier? Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Im Klo. Okay. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Verprügel sie. Okay. Dein Wort reicht mir aus. Alter, der arme Peter. Sorry, aber das wundert doch niemanden mehr, dass der depressiv ist. Wenn so ein ewig gute Laune Ding da die ganze Zeit rumflötet mit ihrer Stimme. Ja, interessante Raumwahl. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder... absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? In einer Bar, in einem Kaffeeraum, im Fernsehzimmer, im Aufenthaltsraum. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Hey, 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 du bleibst mal schön dem Peter treu. Drögelbecher ist unser. Bald. Theoretisch. Oder was auch immer. Wir werden ihn schon noch für uns begeistern können. Ja, vielleicht in der Bar. Wie wär's mit der Bar?
Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Ja. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Du bist ja auch nicht ganz dicht. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Edna ist pur begeistert. Die kriegt sie ja fast nicht ein. Oh yeah, was zur Hölle. Vor allem, es ist so eine Überraschungsparty, dass, glaube ich, niemand außer Petra weiß, dass es diese Party gibt. Ganz toll. Keine Gäste, nichts, ja. Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so und da ganz alleine immer halt immer brav rausspringt aus den Luca-Bäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen, etwas nervigen überdreht. Charakter, so auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Das ist eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bowle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere. Aber dass Edna sie partout nicht leiden kann, das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von so der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht es halt eigentlich nur noch interessanter. Was hältst du von der da, Harvey? Du kannst sie auch nicht ausstehen, oder? Wenn du nichts Höfliches über eine Person sagen kannst, dann erfinde einfach etwas. Ob das alltagstauglich ist? Die Versuchung ist groß. Aber es wäre einfach nicht Edna-Style. Schade. Und einfach nur K.O. hauen? Die Versuchung ist groß. Aber es wäre einfach nicht Edna-Style. Anschreiben, anmalen? Die kriegt meinen tollen Kugelschreiber bestimmt nicht. Nicht unser? Den haben wir geklaut. Wie schnell komme ich wohl an ihre Gurgel ran? Vorsicht, Edna! Denk an die Killerspieldebatte! Ja, am Ende heißt es, Edna bricht aus, führt zu Amok. Hallo? Aha, ach so. Alter, das Spiel ist so durch. Halb so schlimm. Ich bin Kummer gewohnt. Wer war dran? Deine Mutter. Oh, wie nett. Was sagt sie? Sie entschuldigt sich. Oh, wie geil. Ich mag Edna. Komm, ich geh einfach raus. Ohne Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Touché. Oh, Mann. Ich liebe Edna. Einfach nur viel zu toll. Wir haben aber trotzdem noch keine Möglichkeit, irgendwas in den Ohrenschmalz zu stopfen. Tja. Von daher... Ist, glaube ich, unsere einzige Option momentan, den Peter wegzulocken. Reden. Na du? Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Ich glaube auch. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Oh, ich glaube, er wäre halb so depressiv, wenn es Petra nicht gäbe.
Ich lass dich wohl lieber alleine. Wir müssen ihn noch irgendwie dorthin kriegen, ne? Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Poe hat ja gesagt, da wird noch eine Handlung zwischen den beiden stattfinden. Könnten ihn bedrohen? Willst du mein spitzes Stuhlbein? Zumindest bis ich einen Strick oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, nein, behalt's ruhig. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Man sagt da wahrscheinlich doch dasselbe. Chips. Bohnen. Erbsen, Bohnen, Linsen lassen den Popo grinsen. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Muss er dann aufs Klo? Bezweifle ich. Nom nom nom. Weg. Okay, es scheint geholfen zu haben. Und er hat's ganz aufgegessen. Du, jetzt sind wir zwei alleine hier. Na, oh Gott, ist der riesig. Jetzt bin ich da, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich da. Oh, jetzt bin ich falsche Richtung gelaufen. Na, reden wir nochmal mit ihm. Jetzt müsste er ja mit uns reden, weil er ja gesagt hat, er redet nicht mit uns oder er bedient uns nicht, weil er ja noch einen Kunden Barmann, hat. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Grog, ein Kaffee, ein Wasser, ein Biggidi-Buggidi-Boo? Ja, klar. Einen Biggidi-Buggidi-Boo bitte. Steht nicht auf der Karte. Nein. Ja, und jetzt? Können wir nicht nochmal mit ihm reden? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Für eine erotische Stimme. Eine Komplettlösung. Einmal die Komplettlösung bitte. Ja, die hättest du wohl gerne. Theoretisch. Steht aber nicht auf der Karte. Schade. Okay. Dann gucken wir doch mal auf die Karte, was das ist. Karte? Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Dann bestellen wir uns doch einen... Huch, kommen wir davor. Einen Stinkdrink. Stinkdrink? Barmann, einen Drink. Aber das stand ja nicht dabei. Aber natürlich. Oder steht das jetzt dabei? Ja, jetzt steht's da. Ja, dann bestellen wir den doch. Bitte. Und gucken, was passiert. Er klingt ja total verlockend. Wie nett, sogar mit Strohhalm. Super. Nur, es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Ich will nicht wissen, aus was der gemacht ist. Ih, und er ist auch noch grün mit Stückchen. Ich würde sagen, den trinken wir in der nächsten Folge. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz die Folge bearbeiten und hochladen. Und danach nehme ich weiter auf. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.